Wow, das ist ja mal ein genitales Finale. SNES Mario bis zu 3. Eine Lackerbahn zum Schluss, wuppidu. Danke, das habe ich gebraucht. Wer ist dieser Donkey Kong? In welchem Team ist er? Ich wette, er ist rot. Weil irgendwie rammen mich ja nur die Leute aus meinem Team. Egal, macht keinen Unterschied. Ja, Lackerbahn, wuppidu, so hat Team Rot noch mal eine Chance aufzuholen, aber Team Rot hatte von vornherein keine Chance, weil wir ein Mann weniger sind und weil Team Blau offensichtlich sowieso schon überlegen ist, selbst wenn wir noch einen Mann mehr hätten. Also, ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Ich fahre jetzt einfach meine drei Runden und verzweifle dabei. Da ist der Donkey Kong und das ist René. Und René ist in meinem Team. Und René hat mich am Start gerammt. Er ist der einzige Donkey Kong im Spiel, oder? Ich glaube schon. Und ich denke, dass ich das am Anfang richtig gesehen habe. Warum macht ihr sowas? Könnt ihr mich nicht leiden? Wollt ihr unbedingt verlieren? Seid ihr einfach nur doof oder könnt ihr nicht fahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Das war übrigens clever. Hohohoho. Ja, da werden die Schwergewichte mal schön durch die Gegend geboxt vom Leichtgewicht. Aber das bringt mir jetzt nichts, irgendwie Erster zu sein, weil irgendwie kann ich mich nicht wehren. Ja. Hallo René. Schön, dass du mich wieder mal schön durch die Gegend rammst, aber hey, so kriege ich die Kurven noch besser. Verdammt, ja, jetzt muss man nur noch fahren können. Ist egal, so habe ich ein bisschen Abstand, kann schön von hinten das Feld aufräumen mit meinen Top-Items, die ich kriege. Warten wir noch. Und zack. Yep. Oh, da kommt ein Maxi-Pilz von hinten. Das könnte ein Problem werden, muss aber nicht. Ja. Wird's aber. Was ja auch klar war, weil der Maxi-Pilz ja lange genug halten musste, um mich zu überfahren, sodass ich statt Zweiter irgendwie Sechster werde. Weil ist halt so. Ich meine, anders geht's ja auch gar nicht von rechts wegen her. Und übrigens, Leute, ihr seid alle Penner. Nee, aber René, du bist ein Penner. Was rammst du mich hier die ganze Zeit durch die Gegend, verdammt? Und das schon vom Start an. Also sowas Gar-mäßiges habe ich auch noch nicht gesehen. Mein Gott. Das war mal ein genialer Team-Kompi, oder? Also ich würde sagen, Team Rot hat's megamäßig drauf. Und das poste ich jetzt auch gleich in die Lobby. Team Rot hat's voll drauf, genau. So, und was jetzt als nächstes kommt, das kann ich euch noch nicht sagen, aber das finden wir dann wahrscheinlich gleich gemeinsam raus. Das ist doch mal ganz nett. Baby Peach freut sich einen Keks oder so. Wir fahren irgendwie Toads Fabrik, das ist schön. Ich weiß, ich bin heute extrem kreativ mit der Fahrerwahl. Ich weiß nicht, irgendwie, von Baby zu Baby oder so. War ja irgendwie klar, dass wir es nicht mehr schaffen. Nur weil mich wieder irgendwelche Vollidioten durch die Gegend rammen. Aber diesmal kann ich nicht mal sagen, ja, es ist ja mal wieder klar, dass mich meine Teamkameraden durch die Gegend rammen müssen. Weil irgendwie haben wir jetzt kein Team mehr. Und ehrlich gesagt, wir sind auch weniger Leute, schon wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles rausgegangen ist. Und ich weiß, dass einer zumindest neu reingekommen ist in den Raum. Aber ich weiß nicht, wer. Kann ich euch jetzt beim besten Willen nicht sagen, weil ich bin auch nicht allwissend. Ich habe nur immer recht, aber das ist was völlig anderes. Also, man kann auch recht haben, wenn man sich irrt. Nur um es gesagt zu haben. Weil, nur weil ich selbst sage, dass ich recht habe, heißt das nicht, dass andere das genauso sehen müssen. Also, immer recht zu haben bedeutet nicht immer recht zu haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, die Aussage ist seltsam. Egal, ich habe aber trotzdem immer recht. Und deshalb bin ich noch lange nicht allwissend. Bäh, so. Und vielleicht finden wir irgendwie am Ende des Grand Prix oder der Runde oder was auch immer raus, wer dieser zusätzliche neue Mann im Raum ist, vorausgesetzt, dass ich irgendwie noch im Kopf habe, wer vorher schon dabei war, was ich bezweifle, weil mein Gedächtnis und so, ne, kennen wir ja mittlerweile. Aber wir sehen es dann, wenn es weit ist. Verdammt, es wäre jetzt extrem cool, wenn ich wenigstens ein Item die Runde kriegen würde. Fänd ihr das nicht auch toll? Naja, andererseits, wenigstens lässt mich Gott und die Welt in Ruhe. Also René schießt nicht auf mich, wer auch immer hinter mir ist, schießt auch nicht auf mich. Oder hat auch gar nicht nötig, weil er einen Maxi-Pilz hat. Okay. Ux, nicht überfahren, bitte. Oh, der Maxi-Pilz ist vorbei. Gut. Go Nixon ist das da hinter mir. Achso. Und jetzt ist er vor mir, oder neben mir, oder zwischen mir, oder was auch immer. Oh Mann, ich bin so unfähig. Jetzt habe ich die letzte Runde, habe ich einen Item gekriegt. Toll. Schön, dass ich da noch dran hängen geblieben bin, was ja auch klar war. Ja, und jetzt habe ich die Runde schon wieder genauso angefangen, mit null Items und so. Und jetzt muss ich gucken, dass ich was Gutes krieg. Naja, oder überhaupt was krieg. Toll. Was war denn das gerade? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber es hat... Na toll, schön zwischendrin durchgefahren. Nur wegen Striker. Ich wusste nicht, ob er jetzt das mittlere Item oder das linke rechte Item holt. So hat er sich gar keins geholt von beiden. Und ja, ich auch nicht. Toll, drei Pilze. Die bringen mir jetzt eigentlich gar nichts mehr, weil irgendwie bin ich viel zu weit abgeschlagen, um die anderen nochmal einzuholen. Selbst mit der Abkürzung. Ach, verdammt.
irgendwie war ich die wahrscheinlich falsch angefahren und wir sind wahrscheinlich sogar noch zu langsam. Ich glaube, das hier ist höchstens 100 Kubik oder so. Das heißt, ich hätte die Abkürzung sowieso von vornherein verkackt. Weil wenn ich die überhaupt hinkriege, dann vielleicht mal auf 150 Kubik, aber sonst nicht. Aber das war die einzige Chance, die mir noch blieb. Und ich meine, ich habe ja jetzt nichts verloren. Ich meine, Sechster bin ich immer noch, hat sich nichts geändert. Und ich hätte ja mit der Abkürzung vielleicht wenigstens noch einen einholen können, wer weiß. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, Striker ist neu im Raum, oder nicht? Eigentlich ist ja keiner neu im Raum. Andy war schon vorhin drin. Ich weiß nicht, ist auch egal. Ich weiß ja nicht, wie ich es sagen soll, aber die Bahn kommt mir jetzt doch ein bisschen bekannt vor. Es ist so, es stellt sich bei mir gerade so ein kleines Déjà-vu-Gefühl ein, als hätte ich das heute schon mal gehabt oder so. So, dreimal in drei Compris oder so. Und hey, da fällt mir auf, im zweiten Team Compris sind wir nicht einmal Pilzschlucht gefahren. Das, also müsste sie jetzt eigentlich zweimal kommen, ne? Damit wir so wirklich im Schnitt in jedem Compris, Team Compris, was auch immer, einmal hatten. Ramm mich nicht, ich will dich nicht. Och nö jetzt. Ich habe zwei Leute gerammt, nachdem ich die Wolke hatte. Ich habe noch zwei Leute gerammt. Und ich habe noch jemanden gerammt. Ich wollte die Wolke nicht. Ich wollte sie wirklich nicht. Warum kriege ich immer Wolken? Warum bin ich immer der Arsch hier? Und warum wird es nicht gezählt, wenn ich Leute mit der Wolke ramme? Ich meine, ich habe jetzt, seit ich die Wolke habe, habe ich fünf Leute gerempelt. Also es waren mindestens fünf Rempler, die ich hatte. Und das hat gereicht, um die Wolke einmal abzugeben und sie sofort wieder zu haben und sie dann nicht mehr abzugeben. Das ist doch Beschiss hier. Na toll, das war eine tolle Landung. Hast du toll gemacht da. Wer bist du eigentlich? Andy. Ja. Ich habe irgendwie Annette gelesen. Das hat mich irritiert. Aber okay, ich habe schon oft genug gesagt, dass ich nicht lesen kann. Also von daher kein Problem. Alles wie immer nur schlimm. Oh, ich kriege einen Pilz. Und das auf zwei. Oh, ich verliere einen Pilz. Und das auf zwei. Oh, ich verliere ihn doch nicht. Uhu. Was für ein Glück, dass ich hier am Rumspringen bin. Yay, hallo René, du hast bestimmt ein Item, das du auf mich schießen willst, oder? Ist mir aber auch egal, wenn ich Zweiter werde, reicht mir das völlig. Das ist schon besser als alles, was ich die ganze Zeit hinkriege hier. Oh, ich weiß, was jetzt passiert. Ich weiß es, ich sehe es kommen. Hohoho, das war eigentlich ein guter Schuss. Der hätte fast sogar treffen können. Also ich fand den sehr überzeugend. Wäre die Bahn nur einen Meter länger gewesen... Naja, ich wusste, dass das passiert. Wäre die Bahn nur einen Meter länger gewesen, hätte ich Andy echt gehabt. Also, nee, René. Oh, der kriegt jetzt eben blauen Panzer ab. Wer ist das davon? René, oder? Ich will die Wolke behalten. Nein! Komm schon, schaff den Sprung. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich nicht runtergefallen bin. Ja, ja, ja. Och, nur noch ein Stück. Verdammt, die Wolke hält mal wieder. Und noch ein Blitz hinterher. Aber ich kann es nicht glauben. Ich hab's gehabt. Was ist mit René passiert? Ist er runtergefallen? Also ich habe gesehen, dass er vom blauen Panzer getroffen worden ist, aber ich habe gedacht, er wäre dann weitergefahren und ja, ist doch runtergefallen oder wie? Dass ich übrigens eben nicht runtergefallen bin, war auch ein Wunder. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt wieder los war, aber ist ja egal, ich habe es geschafft. Ich bin Erson, das ist mit Baby Peach, da sieht man es mal wieder. Der Mega-Skiller hier räumt natürlich alles ab. Entenfan ist weiter, René ist letzter, was ist denn da passiert? Das war doch René, der eben noch vor mir war, oder nicht? Was ist denn da los? Faszinierend, es sieht schön aus hier, also... Wow. Basti, Andy und ich, wir machen hier das Rennen, so wie es aussieht. Und Basti sowieso, also... Was ist mit dir los, René? Verstehe ich nicht. Egal, wir haben ja noch ein paar Rennen. Schade eigentlich, dass jetzt zum Schluss nochmal sowas kommen muss. Also, ja, ich meine, mal abgesehen ist wirklich von glühheißen Wüste hatten wir keine Bahn, die wirklich mega langweilig ist. Bis jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber... Irgendwann muss das wohl mal gezwungenermaßen passieren, nehme ich an. Geht wohl kein Weg dran vorbei. Und finden wir uns eben damit ab, dass es halt mal so ist, wie es ist. Ja, und dass ich nicht fahren kann und überhaupt... Alles, hat sich nichts geändert jetzt irgendwie. Oh, der Bananenbomber versagt. Aber dafür hat der rote Panzer wunderbar getroffen. Und ja, egal. Ja, wieso sage ich jetzt zum Ende? Ganz einfach, ich finde, es ist jetzt langsam auch mal wieder Zeit, den Ganzen hier wirklich einen Schlussstrich zu ziehen, die Sache abzuhaken. Ich meine, der Termin war wirklich schön, vor allem wenn man bedenkt, dass ich jetzt wirklich mit so einer komischen Stimmung in den Termin reingegangen bin und sich das alles so wunderherrlich entwickelt hat. An der Stelle ein Lob an alle, die heute hier so schön zahlreich erschienen sind. Das hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu fahren.
War wirklich eine tolle Sache und ole ole und so weiter, ne? Also ganz, ganz großes Lob. War wirklich schön und ich muss sagen, es hat meine Stimmung auch ganz schön gehoben. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich bin begeistert gewissermaßen. Und das wäre eigentlich schön, wenn man so den Standard mal aufrechterhalten könnte. Gut, vielleicht ist das jetzt auch nach meiner Aussage von letztens irgendwie ein Zwangsereignis gewesen, dass so viele Leute anwesend waren. Ich glaube, da sollte ich vielleicht noch drauf eingehen, solange ich noch die Gelegenheit habe. Ich habe ja beim letzten Mal verlauten lassen, dass ich mal irgendwann meine Freundeslisten aufräumen muss und da ein paar Leute wohl löschen muss, die inaktiv sind. Und damit habe ich einen ganz schönen Schlag gesetzt quasi, weil auf einmal kriege ich dann 100 Kommentare, ey, bitte lösch mich nicht, ich bin beim nächsten Mal dabei und so. Ganz viele Leute, also ihr solltet das jetzt eigentlich nicht als Drohung sehen, sondern ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich wohl in Zukunft wieder Platz in den Freundeslisten haben werde, weil einige Leute wohl daraus verschwinden. Das war jetzt allerdings nicht an die gerichtet, von denen ich davon ausgehe, dass sie ab und zu auch mal mitfahren, sondern mehr an die, von denen ich weiß, dass sie nie mitfahren. Ich meine, ich habe in meiner Kumpel-Jesus-Liste, habe ich hier wirklich noch 3 Leute, die sind zwar registriert, aber waren noch nie online seitdem. Und das heißt, die sind noch nicht, wie nennt man das, wenn das Profil aktiviert ist? Sie sind halt noch nicht aktiviert, ne? Und solche Leute, die wirklich seit Monaten in der Liste drin stehen und noch nie online waren, die kann ich eigentlich auch rausschmeißen. Macht Sinn. Und irgendwie faszinierend. Wir sind zu 6, ne? Aber ich muss sagen, mit meiner Platzierung kann ich eigentlich relativ zufrieden sein im Moment. Mal gucken, wie es im nächsten Rennen läuft. Könnte ja noch ein gutes Match werden, ne? Also das ist wirklich mal ein würdiges Finale hier. DK's Dschungelpark. Finde ich sehr schön, dass wir den heute auch noch fahren. Aber wenigstens noch eine ordentliche Bahn zum Schluss. Und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, weil die Bahn dauert ja zum Glück ein bisschen länger. Dann kann ich wenigstens noch 1-2 Worte sagen und das Ganze von eben zu Ende bringen. Ach, mein Gott, Walter. Ja, oh nein! Ich glaube, ich habe ganz viel Zeit. Egal. Wie gesagt, das sollte jetzt keine Drohung sein, dass ich jetzt anfange, irgendwelche Leute einfach rauszuwerfen. Ich beobachte natürlich schon, wer online ist und wer nicht, beziehungsweise wer ab und zu mal in meinen Videos eben dabei ist, darum geht's wohl eher. Und das werde ich natürlich auf einen größeren Zeitraum rückwirkend betrachten und dann sehen, ja, wenn jemand seit 3 Monaten oder was weiß ich, wie lange nicht mehr dabei war, und in 3 Monaten mache ich so normalerweise relativ viele Rennen, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Mensch wohl wirklich nicht mehr kommt und dann wird er gelöscht. Aber ich fange jetzt nicht willkürlich an, Leute rauszulöschen, ist klar. Trotzdem finde ich es witzig, dass gerade nach dieser Aussage... Na toll, ich hab's schon gleich wieder, super. Egal, kürzen wir ab und fahren weg. Juhu! finde ich sehr witzig, dass eben gerade ausgerechnet nach dieser Aussage, weil es war ja wirklich so im letzten Mario Kart Termin oder wann war das, wo ich es gesagt habe, dass ein paar Leute rauslöschen, dass dann ausgerechnet jetzt auf einmal wieder so viele Leute aktiv dabei sind. Irrer Zufall, würde ich mal sagen. Aber war eben ganz tolle Sache, hat mir tierisch Spaß gemacht und macht auch immer noch Spaß, ja, aber es reicht langsam, finde ich. Also, ich finde wirklich 5 Grand Prix, das ist jetzt noch irgendwo am Rande der zumutbaren Belastbarkeit für mich, für meine Stimme, für meine Hardware und für meine fahrerischen Skills, weil man merkt ja, dass ich mit jedem Rennen schlechter werde und das ist schon fast nicht mehr möglich, so schlecht wie ich immer fahre. Aber es ist offensichtlich möglich und ja, dann soll es das eben mal gewesen sein. Ist ja auch okay. Ich meine, 5 Rennen, da kann sich keiner beschweren. So hatte jeder die Gelegenheit, mal nochmal ein bisschen schön Mario Kart Wii zu fahren. Das soll dann auch erstmal wieder für 2 Wochen oder so reichen, weil irgendwie ist dann das Nixon-Profil als nächstes wieder dran und so. Und ja, tolle Sache. Und wo wir gerade bei tollen Sachen sind, ist noch eine tolle Sache, die mir aufgefallen ist. Es scheint ja jetzt mittlerweile mit den Videoankündigungen ganz gut zu klappen, ne? Also ich habe das jetzt 2-mal gemacht und es hat eigentlich... Scheinbar ist es angekommen. Also die Leute wissen Bescheid, wann ein Termin ist und sind dabei. Und wenn sie Bescheid wissen und nicht dabei sein können, kriege ich sogar Nachrichten. Ja, tut mir leid, ich kann nicht dabei sein, bla bla bla. Das müsst ihr übrigens nicht machen. Also wenn ihr das machen wollt, dann macht es. Aber niemand zwingt euch dazu. Ich meine, ich sehe ja dann letzten Endes, wer da ist. Es ist schön, wenn ihr euch abmeldet, aber ich nehme es auch keinen Grund, wenn er einfach nicht da ist. Also, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, als wärt ihr dazu verpflichtet, hier mitzufahren. Es ist ein Angebot, wenn ich sage, ich mache einen Raum auf und ihr könnt mitfahren. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann seid ihr eben nicht dabei. Ende. Ganz einfache Sache. So, ich würde sagen, die Sache haben wir hinter uns. Das schaffe ich noch. Ich will da noch durchs Ziel! Verdammt! Kann ja wohl nicht sein, jetzt wäre ich fast noch 4. oder 5. geworden.
So, das heißt, meinen Platz auf dem Treppchen habe ich mir auch gesichert. Heute schon wieder. Es war heute extrem erfolgreich, oder? Also ich finde, ich habe das gut gemacht. Ich bin jetzt schon wieder Dritter. Ich bin heute konstant einigermaßen brauchbar gefahren. Egal mit was für einem Charakter. Selbst mit den Kack-Charakteren. Und dann habe ich die auch mal von der Liste abgehakt. Und ja, ole ole, super gelaufen. Ich bin Dritter. Für mehr reicht sowieso nicht mehr oder so. Und da freue ich mich doch gleich mal einen Keks. Also Leute, das war Mario Kart Wii für heute. Ich war euer Nixan. Und ich sag euch... Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.